Hier haben wir Amun, den Sieger im Auktionsrennen aus Düsseldorf. Er war einmal in Düsseldorf gelaufen, Dritter. Dann hat er gewonnen und leider lief er dann in Baden-Baden etwas unter Wert. Aber man konnte sehen, dass er mit dem ganz schweren Boden, der an dem Tag war, nicht zurechtgekommen ist. Und da es ja in Hamburg immer extreme Bodenverhältnisse gibt, hoffen wir, dass, wenn er es bis dahin zum Derby schafft, wir guten Boden haben. Vom GAG her müsste er ja schon qualifiziert sein und wir werden jetzt gezielt ihn in einigen besseren Steherrennen aufbieten. Als Sieger im Auktionsrennen wird er ja auch nicht in den ganz kleinen Aufgaben anfangen. Und dann sehen wir mal, wie wir da hinkommen. Also der hat vom ersten Tag an sich immer ordentlich benommen, sowohl im Training wie auch im Rennen. Vollblüter sind es alle, aber nicht alle sind Rennpferde. Alex, komm mal dazu. Kannst du auch was dazu sagen? Ist ein sehr unkompliziertes Pferd, hat ein sehr großes Kämpferherz. Das Einzige, mit weichem Boden kommt er nicht so gut zurecht. Das hat man dann erst in Baden festgestellt. Aber ansonsten denke ich, dass wir noch viel Spaß mit ihm haben. Royal Fleck hat auch das Glück, dass er schon ein Auktionsrennen gewonnen hat. Er hat, denke ich mal, den Vorteil, dass er auch weichen Boden kann. Er lief den ersten Start in Dortmund etwas unter Wert, aber das habe ich nicht akzeptiert und habe zum Besitzer gesagt, wir bleiben auf der Schiene und jetzt gehen wir nach München. Und dort war er längster Außenseiter und zum Glück hat der René Picholek an mich geglaubt und an das Pferd und hat ihn auch sehr offensiv geritten. Und hat genau auf der Linie zugeschlagen. Und ich denke mal, er hat über Winter nochmal einen Sprung gemacht. Er ist nochmal ein Stück gewachsen und ist auch als Pferd völlig unkompliziert. Kann weichen Boden und stehen kann auf jeden Fall, wie man in München gesehen hat. Wenn immer es geht, soll René ihn auch weiterreiten. Und wenn es eng wird, wird er auch ihn morgens im Training mal reiten. Die Derby-Nennung ist noch da, der wird vorsichtig aufgebaut. Wir haben ja bis jetzt noch keine weiteren Nennungen, aber das liegt auch daran, weil noch keine Ausschreibungen da sind und noch keine verlängerten Nennungsschlüsse waren. Und ich denke auch mal, dass Jukebox Jury einen sehr guten Start mit seinen Zweijährigen gemacht hat. Aber er selbst war auch ein frühes Pferd, der im Alter aber noch besser wurde. Und ich hoffe, dass er das an seine Nachkommen weitergibt.